Ja, willkommen zurück hier bei Dying Light in einer neuen Aufnahme hier mit Patrick und mir, Luzi. Ja, mit dem haben wir geilen Luzi. Wir müssen mal wieder Leuten den Arsch retten, wir kennen es ja nicht anders, ne? Ja, ist immer dasselbe. Gerade jemand wieder Scheiße gebaut hier. Sie können nichts besser. Wir sind die Besten. Ne. Nee. Ohne uns nix los hier. Im Endeffekt, dann, verstehst du so? Im Endeffekt, ne? Im Endeffekt, Alter, ich schwör dir, im Endeffekt, Mann. Alleine, ne? Im Endeffekt. Im Endeffekt, ich stehe alleine. Achso, okay. Gut. Suchen Sie auf der Überführung nach Rahim. Boah, hier ist wieder so ein Spucker unterwegs. Ja, juckt uns nicht. Wir müssen Rahim retten. Ja, eben. Viel wichtiger. Da sind wir doch einer Meinung. Was soll das hier irgendwo sein, oder was? Ja, das ist da auf der. Oh, auf nee. Der Brücke. Wir müssen hier lang. Soll da sonst nicht rüberkommen. Okay, warte. Komm dir mal ohne Stoppuhr hinterher, fällt mir gerade auf. Achso, okay. So. Die Pros am Start hier in Dying Light. Das ist mit Taschenlampe an wieder am höchsten Tage. Wer Icke, oder? Geile Luzi. Ja! Was? Sieht's aus? Ah, nee, ist an. Wie über die Köpfe springt, ne? Sag mal was. Das ist einfach. Kann mit seiner Riesenachse, ey. Das ist unfassbar. Besuchen Sie den Ort, an dem Sie das letzte Mal mit Rahim Kontakt hatten. Das ist weiter vorne bei dir irgendwo. Was hier abgeht, ne? Yeah. Autobahn am Start hier. Oh nein, das ist gar nicht gut. What? Ja, wir sollen das hier untersuchen, ne? Es sieht ein bisschen nach so einem Kampf aus. Ist das Rahim hier, Alter? Komm mal her. Oh, fuck. Nee. Glück gehabt. Er sieht aber auch schon komisch aus mit seinen roten Augen. Ja, stimmt allerdings. Hier ist auch noch einer. Hier? Oh. Hier, ich drehe den auch mal um hier. Rahim, wo zur Hölle bist du? Bracken, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich riet ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn, verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Oh. Nur Scheiß ihm den Anfänger nicht. Ja gut, er hat sich einfach übernommen, glaub. Alter, was ist denn das für ein Riesendach hier? Krass. Das ist ein Zugdepot, ne? Depot. Halt. Da kommen wir wieder zu der Aussage, ich mag Züge. Ja. ASDF oder so, Movie, ne? Ja, so hieß es irgendwie in den Kommentaren. Ja. Oh, mal gucken, ob ich den Jump diesmal schaffe. Ja. Yeah! Oh nein! Was hat er getan? Wo bist du? Achso. Alles klar, Mann. Die Frage ist, wie man da hochkommt jetzt. Du kannst doch einfach unten weiterlaufen. Meinst du? Ja, hier zum Punkt hier unten. Ich bin mit dir am Failen. Bei mir nur scheiß Gameplay. Achso. Lol. Auf der Überführung habe ich nur Leichen gefunden. Ja. Mhm. Keiner von uns bricht ab, er macht es selbstständig. Ist klar. So ein bisschen aufpasse jetzt, ne? Ich könnte mir vorstellen. Alter, das ist. Okay. Ach, guck mal, da ist er bestimmt drin. Du, ihr verfickten Hurensöhne! Bitte was? Alle mit ins Grab. So habe ich mir auch meinen Abgang vorgestellt, Alter. Ja. Rein mit der Suppe hier! Aua! Ey! Was bist du denn hier? Alter! Schlecht geschissen oder was? Eben so, zack! Ja, meine Waffe ist hinüber. Ja, ich hab's mal eben gemacht, kein Problem. Nothing special meinst du? Mit dem Todesstoß quasi auf den Kopf getreten. So. Hast du repariert? Okay. Ja, repariert. Lol.
Das ist ein normaler Spucker, ne? Fuck. Ja. Wettkampf startet. Oh, lol. Was? Lol. Hast du das angenommen? Nee. Wettkampf fehlgeschlagen, was? Jawohl. Verloren? Verarschen, Alter? Ja, kannst du. Yeah, aber nice. Ah, die Backen, ey. Oh, jetzt aber. Ich hab nicht H gedrückt, keine Ahnung. Ibrahim! Crane, ich dachte, das wäre aus. Da habe ich sie scharf gemacht. Sie gehen in 5 Minuten hoch. Scheiße, du blutest. Oh, eine Schnittwunde, Killerkram. Schnell, leg die Sprengsätze. Beweg dich nicht, klar? Bin gleich wieder da. Es geht's doch um Zeit, oder was? Alter, nee. Lol. Rahim, kannst du mich hören? Wo zum Teufel muss ich hin? Wieso Wettkampf, Alter? Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Juckt mich nicht. Der führt dich direkt zum Nest. Was? Ich hab nicht zugehört, Abwasserkanäle. Hier. Bitches. Ebola. Oh nee, ich hasse so Wasserlevel-Kack-Dingens. So, wo man schwimmen muss und so. Aber mit diesem scheiß Wettkampf, ey. Ich mach das nicht, Alter. Ohne Spaß. Aua. Hä? Ach, hier hoch, oder was? Lol, kletter doch da hoch, Junge. Wir haben noch keine Zeit, Alter. Ey, der guckt die Leiter nur an und springt sie an, oder was? Okay, bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner Rechten? Mit Leertaste. Da musst du durch. Sobald du im Gebäude bist, geh die Rampe hoch zum nächsten Stock. Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeiler anbringen. Boah, das ist wir sollen. Warte, wir sollen die Rampe. Oh, Alter! Oh, fuck you, bitch, wie das hier aussieht. Hast du das angeguckt? Ja. Ja, genau. Stoß mal runter. Biatch, Alter. Biatch, Mann. Da, wo du hingehörst. Alter, hier, an so einem Stützpfeiler oder was? What? Alter, ich werde immer von hinten attackiert. Was soll das denn? Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung, Alter? So, wie sollen wir das hier legen? Fuck it! Oh shit, was? Mann! Oh! Leck doch mal los. Was? Ah, hier, Plant Bomb, Alter. Zack. Okay, erster Sprengsatz platziert. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den Goal. Nächsten Stock. Schau dich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um. Ja, hier lang. Achso, scheiße, ist verwinkelt. Alter, was ist denn hier passiert überhaupt? Fuck, Alter, wie kommen wir denn da hin? Oh, hier rüberspringen, glaub ich. Hier rüberspringen, guck mal. Oh lol. Alter, hier ist Stromleitung, Achtung. Ja, ich bin hier, okay. Ja, genau, jetzt lenk sie mal ab. Lol, lenk sie mal ab, das ist. Ich hab gesagt, das getan hier. Wir haben noch ein paar Sekunden. Bro! Ja. Oh, fuck. Plant Bomb. Ist hier raus, oder was? Erledigt? Großartig. Und jetzt raus da. Wieso machst du nur immer den Wettkampf? Ich mach gar nichts. Wo geht's hier runter? Wo geht's hier raus? Oben lang, ne? Ofen. Ich renne einfach, Bro. Wohin denn? Keine Ahnung. Lol, Alter. Okay, wir machen das anders, ja? Pass auf, komm. Rahim, kannst du mich hören? Einer von uns lenkt ab. Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Und der andere plantet, okay? Ja, ist okay. Ne? Bitte. Boah, wie schnell ist denn die Zeit rumgegangen, ey? Vor allem, wieso müssen die ja den Weg in so einer Situation merken? Ja, jetzt doch den Weg. Ja, doch, das krieg ich hin.
haben wir ja gesehen. Okay, bin wieder an der Oberfläche. Ja gut, raus war so ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt gar nicht groß kämpfen hier, sondern einfach nur laufen. Hast du den Wettkampf ausgemacht? Ich habe da gar nichts angemacht. Weil es kommt jetzt gerade gar nichts. Was halt dich doch da fest, Junge. Wir haben keine Zeit. Okay, erster Sprengsatz platziert. Nice, Alter. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Soll ich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um? Da. Ich plant einfach und geh raus, ja? Oh, Leute. Ja. Bombe liegt. Alles klar. CT-Spawn. CT-Spawn, Bro. Alter, guck mal, wie wir zwei. Was soll das mit dem Wegkämpfen immer? Das kann man bestimmt irgendwo aufstellen. Renn, Bro. Boah, Muss das vor meiner Nase passieren? Okay, wir müssen eigentlich nur den Weg. Bro. Ja, easy going. Ja gut, hab ich gesagt! Dein Plan hat funktioniert, Mann! Rahim! Hörst du mich? Mist! Nice, nice. So, jetzt zurück zu Rahim, oder was? Oh, alter Schwede. Ja gut, wenn man den Weg kennt, ne, geht es, ne? Ja, dann geht's auf jeden Fall. Aber wir müssen irgendwie den Wettkampf da ausschließen. Das geht mir auf den Sack. Ich weiß nicht, wer den angestellt hat. Keiner! Man kann das ja mit H irgendwie. Naja, müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht hat jemand Mette genommen und dann ist es angegangen. So genau in diesem Zeitpunkt. Ach so, okay. Hä, was macht der? Ich glaub. Bro? Wie bist du da rausgekommen? Durchtauchen musst du ein Stück. Und dann ist da eine Leiter. Oh, der muss die Leiter benutzen, um hochzukommen. Ist das dein Ernst? Ja. Okay. Ja, pass das auf mir jetzt. Ist das sein Ernst? Komm schon. Rahim! Ich bin's! Auftrag ausgeführt! Rahim! Du hättest das sehen sollen! Das ganze Gebäude ist eingestürzt! Oh, Scheiße! Nein, Rahim! Rahim! Ich bin's, Kumpel! Train! Oh Gott! Rahim, stopp! Eine verdammte Bisswunde! Du verfluchter, dummer Junge! Oh Gott! Jade! Oh, Scheiße. Fuck, man. Crane, hörst du mich? Was ist passiert? Bracken. Rahim. Rahim ist tot. Verflucht. Komm zurück und kein Wort zu Jade. Noch nicht. Ja, lol. Berichten Sie Bracken von Rahims Tod. Rest in peace, Rahim. Aber ich meine, er hat auch selber Schuld, ne? Prinzipiell schon, klar. Was rennt er da auch los? Ohne uns. Ja, wir sollten es einfach nicht fassen. Was soll ich jetzt? Weil wir sind die Guten, oder was? Ja, wir wollten das halt übernehmen. Ne? Ja, klar, aber. Oh, neuer Überlebensrang, sorry. Musst du kurz mal. Zombies kommen, ne? Oh, okay. Dann machen wir das später. Wie du immer One-Hit machst. Lol, Luzi, Alter. Ja gut, dann gehen wir erstmal Richtung Safe Zone hier. Beste drauf, ist er tot ist. Boah, ich hab ein bisschen Lags. Es werden auch immer mehr Zombies hier, ne?
Vor allem hast du schon mal Regen gehabt und er brennt hier im Regen, ist natürlich auch nice. Nee, das Regen ist auch das erste Mal hier. Nice. Oh lol. Oh lol, verarsch mich doch jetzt nicht. Was machst du denn wieder? Na, ich will hier draufklettern und will das nicht gemacht. Zurück zu Brecken. Bre, bre. Bre, bre. Breck, breck. Bre, brecken. Bre, bre. Okay, tut mir leid. Pardon. Hier war doch der Kühlschrank mit dem Jackie drin, ne? Jawohl. Ja, wir sollten jetzt aber schon. Ach, tut mir leid, ich wollte nur nachgucken. Für später, was? 20 Zombies vor der Tür, Alter. Jack Daniels, Alter! Ja, für später, Mann! Stimmt, ne? Ja, weißt du, ich kann mir das vorstellen, so, wenn man hier so einen Tag mal überlebt und draußen ist. Dass man abends bestimmt mal einen reinhaut, meinst du? Abends bestimmt mal einen reinhaut, genau. Also, ich würde es so auf jeden Fall machen. Ja, definitiv. Was ist das denn hier? Crane, du bist doch derjenige, der sich freiwillig für die Sache mit Reis gemeldet hat, oder? Bekenne mich schuldig. Kann ich was für dich tun? Ich glaube, ich kann dir ein paar Hintergrundinfos geben. Hat er doch schon. Vielleicht nutzen sie ja was. Okay, schieß los. Ich war nicht selbst dabei. Sie ist also als Hörensagen an, aber es hat etwas mit seinem Bruder Hassan zu tun. Er ist gestorben, nicht wahr? Und Rais macht den GRE dafür verantwortlich, richtig? Dazu hat er auch einen Grund. Hassan war in den Rollstuhl gefesselt. Und er war der Einzige, der Rais wirklich etwas bedeutete. Hassan wirkte immer beschwichtigend auf seinen Bruder ein. Wenn Rais in den Krieg ziehen wollte, überzeugte Hassan ihn, Frieden zu stiften. Und gleich zu Beginn des Ausbruchs forderte Rais, dass der GRE Hassan als allerersten evakuieren sollte. Was sie nicht taten? Es gab einen politischen Grabenkrieg. Wegen des Ministeriums hielt der GRE die Füße still. Und Hassan starb bei einer Zombie-Attacke. Der GRE hätte ihn umgehend in Sicherheit schaffen können. Aber sie entschieden sich dagegen. Und jetzt, wo Rais keinen moralischen Kompass mehr hat, kann er seinen sadistischen Wahnsinn auf Haran loslassen. Du meinst also, Rais Hass auf den GRE sei gerechtfertigt? Ich entschuldige ihn nicht. Er ist ein fieser Gangster, eine Plage für diese Stadt. Ich will nur, dass du verstehst, mit wem du es zu tun hast. Hab ich verstanden. Danke. Ja, läuft. Okay. Ich hab die Hälfte mitbekommen wegen dir. Auch nichts, Bro. Ah, Alter. Oh, stimmt, ey. Was hat er denn hier schon wieder? Na, eine Tafel bestimmt wieder. Kaffee. Kannst du das annehmen? Ich kann da nichts annehmen. Feuerzeug, Girls? Ja. Ja, ja, akzeptieren, bla bla. Ich glaube, das machst du automatisch auch immer. Okay, jetzt mal kurz hier die Trauermine aufsetzen. Nicht mehr lachen hier. Jetzt. Brecken. Wie ist es passiert? Musste es tun. Es war zu spät, er mutierte. Ich hatte keine Wahl, ich schwör's. Mann, er war auch mein Freund. Der Beste, den ich hier hatte. Ich weiß, ich weiß. Er hat mich oft genug zur Weißglut gebracht. Aber ich habe ihn geliebt wie einen Bruder. Wieder ein Freund tot. Wieder ein Bruder gefallen. Ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm sogar den Sprengstoff anvertraut. Wenn ich ihn nicht dort gelassen hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Oh nein. Jade! Jade! Warte! Jade, verdammt! Lass sie. Gib ihr etwas Zeit. Zeit zu trauern. What the... What the fuck? Mist! Lauf hin! Die dürfen die nicht kriegen! Oh, wow. Okay, da ist Action. Die Grube. Ich würde sagen, ja, ich würde aber sagen, dass, ne? Ja, wir haben, da regeln. Warte, wir haben eine Zeit gerade. Oh, fuck. Ich glaube, wir müssen da kurz hinrennen. Oh, fuck. Ja, bleibt uns nichts anderes gerade. Ah! Fuck you. Verteidigen Sie die Ziel. Ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, machen, ne? Ja. Ich glaub, keine andere Wahl. Hier, noch einmal Action in diesem geilen Part, Mann.
und der Kopf ist gespalten. Kurz mal. Alter. Kommst du klar? Ja, ich war schon fast. Oder ich bin's gleich schon wieder. Oh. Muss mich mal eben heilen. Mal kurz heilen hier. Ja, hat es weh getan? Saftsack! Hast du ins Feuer? Hast du ins Feuer? Alter! Nee, was? Spaß! Boah, Alter! Was ist denn los? Ich hab voll überreagiert gerade. Boah! Okay, wir haben das Labor verteidigt und ich hab hier irgendwie Munition ohne Ende angenommen. Ah, lol, die sind tot jetzt, oder was? Oh nee. Da drin ist keiner. Sie sind mit Sarah weggefahren. Was stünden da noch? Komm, wir bringen ihn um, Mann. Meine Ex war das. Suchen Sie nach Dr. Sere. Okay, gut, aber das würde ich sagen, wie wir das auf machen, ne? Auf jeden Fall lebt er noch. Das seht ihr morgen. Mist! Bracken, Sarah ist entführt worden. Oh. Sein Anhänger brennt. Mist! Das kommt davon, wenn man sich mit Raiz anlegt. Ihr hättet das mit der Schule niemals durchziehen sollen. Eine Gruppe von Rays Schlägern ist auf dem Weg zum Stützpunkt gesichtet worden. Jede Wette, dass sie Sarah dorthin gebracht haben. Du gehst dorthin, findest Sarah und bringst ihn unversehrt zurück. Verstanden? Okay, retten Sie Sarah. Im nächsten Part dann bei Dying Light. Genau. Bis dann. Macht's gut. Okay.